Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hatte vor 2 oder 3 Wochen so einen Vlog im Wald gemacht und habe so ein bisschen über das Älterwerden, über das Frausein gesprochen. Und dann habt ihr mir zurückgeschrieben, dass ihr das cool finden würdet, wenn wir uns da so ein bisschen austauschen. Ja, also ich muss jetzt damit beginnen, mit dem Austausch. Und wo fangen wir an? Das ist ja ein riesiges, komplexes Feld. Frausein, Älterwerden. Was passiert da mit uns? Und ich habe mir gedacht, ich mache mir jetzt irgendwie überhaupt keine Stichpunkte, ich mache gar nichts. Ich setze mich mal hin und schaue mal, wo die Reise hingeht. Allerdings habe ich ein Buch vor mir liegen von Erika Jong. Das ist eine amerikanische Autorin und die hat in den 1973 ihren Durchbruch gehabt mit dem Roman Angst vorm Fliegen. Vielleicht kennen das ja einige Damen unter uns. Ich habe es damals verschlungen. Sie war die berühmte Erfinderin dieses Begriffes der Spontanfick. Echt, ich habe damals so gelacht. Und sie hat nun ein neues Buch geschrieben, das heißt 2015 kam es in Amerika und bei uns 2016 raus, Angst vorm Sterben. Also ich will jetzt nicht über das Sterben reden, es geht hier viel ums Sterben, aber es geht auch ums Frausein und sie ist also 60 Jahre alt, die Protagonistin in diesem Roman. Ich will jetzt eigentlich gar nicht über den Roman reden, darf ich wohl auch gar nicht, kann ich einfach hier ein Buch bewerben. Aber was mich inspiriert hat, das waren ein paar Sätze, dachte ich mir, nee, das muss ich euch mitteilen. Ich war irgendwie, man weiß das, aber wenn man das so schwarz auf weiß liest oder sieht, denkt man, Mensch, die hat echt recht, das, genau so ist es. Und das will man sich aber nicht eingestehen. Und versucht das immer so ein bisschen irgendwie, nee, bin ich noch lange nicht. Ich bin zwar 60, fühle mich wie 30 und benehme mich auch so. Also, Folgendes. Also, für eine Frau ist Altwerden immer noch gleich verlassen werden. Ein Mann kann aussehen wie ein 100-Jähriger, er kann impotent und nachtblind sein und findet trotzdem noch eine jüngere Frau, die sich nach ihrem Papa sehnt. Eine Frau kann von Glück sagen, wenn sie eine andere alte Schachtel findet, mit der sie ins Kino oder zum Bingo gehen kann. Da habe ich gedacht, Mensch, irgendwie hat sie recht. Also wenn man, ja, also wir haben Angst vorm Älterwerden, wir haben Angst vorm Verlassenwerden, irgendwie haben wir das. Wir können, brauchen uns ja nichts vormachen und ich möchte ein ehrlicher Kanal bleiben und ich will jetzt nicht sagen, ja, ich sehe zwar noch ganz gut aus und ich fühle mich wie 20 Jahre jünger und man ist immer so jung, wie man sich fühlt, Bullshit. Man ist so alt, wie man ist und das hat ja auch etwas Positives. Wir haben ja auch ganz, ganz viele Erfahrungen gesammelt. Wir haben ein ganz anderes Auftreten als vor 20 Jahren. Wir haben schon viele Dinge geleistet. Wir haben Kinder großgezogen. Wir haben vielleicht Scheidungen erlebt. Wir haben Steuernachzahlungen gehabt. Wir haben Häuser gebaut. Wir haben uns, was weiß ich, über alles Mögliche geärgert. Über die Kindererziehung, über die Kinder, über Männer, über unsere Eltern. Wir haben vielleicht Mobbing erlebt. Wir haben Verluste erlebt. Wir haben Ängste durchgestanden. Also es ist ein riesiges Feld, was uns umgibt und unsere ganze Vergangenheit macht uns ja auch aus, was wir sind, wie wir uns geben, wie wir unsere Umwelt aufnehmen, wie wir reagieren, wie wir selber uns darstellen. Es gibt diesen schönen Satz, also gib ein Lächeln und du bekommst ein Lächeln zurück und genau so ist es. Also das versuche ich jeden Tag immer wieder, auch wenn ich kein Lächeln zurückbekomme, auch wenn ich angeschnauzt oder angeranzt oder angepumpt werde, versuche ich ruhig zu bleiben, nicht wie in jüngeren Jahren mich aufzuregen und zurückzupumpen, weil das bringt nichts. Das verhärtet nur die Fronten, ob jetzt in der Familie, unter Kollegen oder Freunden, wie auch immer. Es gibt immer irgendwie Reibungspunkte, wo es Dinge gibt, mit denen wir nicht einverstanden sind, wo wir anderer Meinung sind. Und was ich ganz wichtig finde, was vielen Menschen fehlt oder verloren gegangen ist, ist A, eine gewisse Freundlichkeit, Achtung, Respekt und auch eine Toleranz. Wir sind so intolerant geworden anderen Leuten gegenüber. Oft ist es so, dass nur die eigene Meinung für richtig gehalten wird. Man lässt sich nicht von abbringen. Muss man ja nicht. Aber ich finde, man sollte immer zuhören, dem anderen zuhören, dem anderen eine Chance geben, sich zu erklären. Und das macht das Leben einfacher. Aber das hat auch was mit Stärke und mit Größe zu tun, die man
sich antrainieren kann. Man kann die sich antrainieren, eine gewisse Stärke und Größe. Ich war auch immer impulsiv und bin ich heute auch noch. Also ich habe auch in alle Fettnäpfe, die rumstehen. Ne? Besonders bei Leuten, also die man mag, die man liebt. Und Goethe hat ja schon gesagt, also bei Freunden kannst du dich gehen lassen, bei Freunden kannst du sein, wie du willst. Da kann auch mal ein böses Wort fallen. Wenn es wirklich deine Freunde sind und die dich lieben, dann verstehen die das und nehmen dich irgendwann mal beiseite und sagen, hey, was war denn da mit dir los? Ne? Und so, ich merke schon wieder, der Bogen, der wird wieder riesengroß. Es ging, eigentlich möchte ich heute über das Älterwerden, also über das Alleinsein sprechen. Das Alleinsein, wenn man jetzt verlassen wird, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, wenn zum Beispiel man kurz vor der Rente ist oder man seinen Job verloren hat oder die Ehe in die Brüche gegangen ist. Viele Frauen werden kurz vor der Silberhochzeit verlassen, habe ich auch wieder viele Fälle gelesen, gehört, gesehen. Und für so einen Kerl ist es wirklich einfacher. Ne? Der kann sich nochmal eine Jungsche anlachen und setzt seinem Alter eine junge Frau entgegen. Und wir Frauen, wir sind ja ne, so, wenn die Menopause eintritt, unsichtbar. Das ist biologisch irgendwie, das ist so drin. Ich glaube, die Männer meinen das nicht böse, aber wir sind für die Männerwelt unsichtbar geworden in dem Moment, wo man in diese Phase der Wechseljahre, dieser Wechsel in uns stattfindet. Und viele Männer in unserem Alter oder noch älter, glaube ich, haben auch gar nicht den Mut, nicht, dass die unbedingt eine Jüngere wollen, weil da gibt es ja auch so Generationsprobleme, weil die in einer ganz anderen Lebensphase sind, die jungen Frauen als alte Männer, dass sie vielleicht auch Angst haben vor uns Frauen, die jetzt eben ihr Leben nicht gelebt haben, aber viel durchgestanden haben, also gleich alt sind, ja, dass die vielleicht irgendwie da so Muffensausen kriegen und sagen, nee, also irgendwie ist mir das zu anstrengend, weil wir Frauen wissen natürlich schon, was wir wollen. Wir setzen Grenzen hoffentlich. Ich hoffe es für jede Frau, dass sie Grenzen setzt, besonders wenn ihr Unrecht getan wird oder wurde, dass sie den Mut aufbringt und sagt, halt, stopp, Baby, bis hierhin und nicht weiter. Du suchst den anderen Clown, ich bin anderen Zirkus, ist übrigens ein total geiler Spruch. Also für uns Frauen, wir können froh sein, wenn wir eine andere alte Schachtel finden, die mit uns ins Kino geht. Also das ist wirklich, es ist sowas von wahr, das ist, und das ist eigentlich auch sehr traurig. Es gibt ja auch ganz viele so Kurse, die angeboten werden für die Freizeit, ob jetzt über die VHS oder generell so in so von Städten und Gemeinden, vom Kulturbund. Und da finden sich meistens Frauen. Also Frauen finden sich, weil Frauen lieben eben auch diese Gesellschaft. Ich glaube, Männer sind mehr so Einzelgänger. Die können auch alleine ganz gut. Und Frauen, das ist eben bedingt in unserer Biologie, dass wir eben alles gern um uns herum haben, versammeln, dass wir eben gerne erzählen, zusammensitzen, rumratschen, über alles Mögliche, über Gott und die Welt und alles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal durchkauen, während Männer, die wollen Lösungen und Frauen wollen eigentlich über das Problem reden. Das ist übrigens auch so ein Phänomen der Frauen, deshalb sagt man ja auch, Männer und Frauen sprechen verschiedene Sprachen und dass es eines der schwierigsten überhaupt ist, diese Konstellation Mann und Frau, Ehe, Partnerschaft, dass das funktioniert. So, ach noch, ja, ich kann ja mal auf mich, ihr dachtet irgendwie, ich habe irgendwann mal gesagt in einem Über-mich-Video, dass ich Bachelor gelebt habe, also die Kinder großgezogen habe und so, also Fakt ist, ich lebe nicht mehr in einer Ehe. Diese Ehe ging gut, solange sie ging und ich möchte sie nicht missen, das waren wundervolle Jahre, wir haben 3 tolle Söhne großgezogen und es war eine wunderbare Zeit, ich vermisse diese Zeit auch, aber man kann nichts zurückdrehen, es ist wie es ist, ne? Und ich habe seit 5 Jahren einen Freund und ein Freund, ich sage jetzt nicht Lebensabschnittsgefährte, das finde ich ein saudämliches Wort, ich habe einen Freund und dieser Freund, also unsere Beziehung gestaltet sich insofern als schwierig, weil wir in verschiedenen Städten wohnen. Also ich wohne in Frankfurt und er lebt in Berlin und in Hamburg und das ist so ein goldenes Dreieck. Also wir müssen viel hin und her pendeln. Wir sehen uns auch nicht regelmäßig. Wir hatten also die ersten 2 Jahre waren super, dann war es die Idee, naja, man zieht zusammen in eine Stadt und irgendwie wollte ich nicht weg, ich wollte in der Nähe meiner Kinder bleiben. Für ihn war es beruflich nicht möglich, hier runterzukommen, obwohl der Wille da war. Und ich hatte irgendwie nicht den Arsch in der Hose zu sagen, wisst ihr was, ich gehe einfach. Ich bin meiner Kinder wegen hier geblieben. Und obwohl sie ja ihr eigenes Leben leben und wir auch nicht mehr zusammen wohnen. Also man sieht sich regelmäßig zum Essen und macht schöne Dinge miteinander. Und die sind mir wirklich das Beste, Heiligste, Tollste, also das Beste, was ich, glaube ich, gemacht habe, diese Kinder, die sind mein Ein und Alles. Und ich bin eben so eine Kluckenmutter, aber
ich habe zwar losgelassen, aber ich dachte mir nie, also wenn du jetzt nicht mehr in ihrer Nähe bist, dann siehst du ja gar nichts mehr, dann kriegst du überhaupt nichts mehr mit. Aber das ist falsch. Das habe ich jetzt beschlossen. Ich hatte ja Geburtstag vor Anfang Mai, also am 2. Mai, und bin wieder ein Jahr älter geworden. Mhm. Das soll man dann feiern, ne? Also man kann feiern, dass man wieder ein Jahr überstanden hat, aber das Alter feiern, nun gut, okay, doch, wir sollen ja froh sein, dass wir gesund älter werden. Also nicht undankbar sein dem Leben gegenüber. Also das Ding ist, dass wir nicht zusammenleben, also keinen Alltag miteinander haben, sondern man muss immer diese Treffen organisieren, was schwierig ist, wenn jeder eingebunden ist beruflich und zumal er in zwei Städten arbeitet und sehr viel um die Ohren hat. Und es ist ja auch nicht mal so um die Ecke, ne? Das sind ja wirklich Entfernungen. Und die Straßen sind voll, die Busse sind voll, die Züge sind voll, die Flugzeuge sind voll. Von Spontanität kann da nicht die Rede sein. Also es ist schwierig und das erfordert viel Mut und Vertrauen. Und das haben wir. Wir haben zwar auch eine Zeit gehabt, so 2 Jahre, die waren ziemlich scheiße von den 5. Da haben wir uns also sehr viel in die Wolle bekommen. Man hat sich nicht gesehen, wenn man so vieles am Telefon miteinander ausmacht, entstehen so ganz schnell Missverständnisse, so bescheuerte Missverständnisse, die würden überhaupt nicht entstehen, wenn man sich sehen würde. Oder man kann vieles auch durch einen Blick oder ein Zwinkern oder ein Lächeln oder eine Umarmung wieder wettmachen, wenn man irgendwie mal Scheiße gelabert hat, auf Deutsch gesagt. Ich bleib mal so salopp. Es ist schwierig, praktisch eine Telefonbeziehung zu führen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir lassen das. Und dann haben wir das gelassen und haben uns gar nicht mehr gehört. Und dann fing man an, den anderen zu vermissen. Und ich habe eben vermisst, dass... Also ich bin noch nicht auf die Suche gegangen. Also es gibt ja Möglichkeiten, sich einen Kerl zu suchen irgendwie im Internet oder keine Ahnung wo. Ne, auf der Straße wird schon schwieriger, also meistens im Netz. Also da hatte ich keine Ambitionen zu und dachte ich mir, alleine ist ja auch doof. Ne? Und dann fing ich eben die Gespräche zu vermissen. Ich habe diese Nähe vermisst. Also besonders... dieses Wissen darum, dass da jemand ist, der mich kennt, der meine Kinder kennt. 5 Jahre sind natürlich nicht 20 Jahre, aber immerhin waren es schon mal 5 Jahre. Da dachte ich mir, Mensch, das ist irgendwie, da ist was, da ist so eine Substanz da. Und da habe ich mich gefragt, wieso haben wir uns eigentlich, warum haben wir gesagt, wir lassen es? Weil oft geht man so nachlässig mit dem Glück, was man hat, um. Besonders wenn man älter ist und nochmal jemand trifft, dem man vertrauen kann. Vertrauen, Leute, ist so wichtig. Man weiß ja gar nicht, wen du dir da ins Haus holst. Ne? Also ich habe zum Glück gehabt, dass aus meinem Umfeld, ihn kannte. Und da wusste ich ungefähr, aus welchem Stall der kommt, wo der herkommt, was der macht. Und dass es nicht irgendwie so ein linker Vogel ist. Also diese Angst musste ich nicht haben. Und ich hatte nur, glaube ich, weil das nach meiner Ehe war und die so gut war, jetzt fragt euch bestimmt, warum ist sie denn weg oder warum ist die denn nicht mehr da, diese Ehe, wenn sie so gut war. Ja, das ist eben, manchmal ist das so im Leben. Dann verändern sich Lebensumstände, Prioritäten verschieben sich. Die Kinder waren aus dem Haus und irgendwie hat dann eine neue Phase begonnen und dann haben wir nicht mehr geredet miteinander. Und dann hat man gemeint, oh mein Gott, ne, es gibt ja noch was anderes. War falsch. Okay, aber ne, bringt ja nichts, in der Vergangenheit jetzt rumzuwuseln und zu bedauern, obwohl ich mich oft erwische, dass ich eben viel daran denke und denke, Mensch, was ein Mist, hast du eigentlich, war scheiße, hätte man nicht machen müssen. Aber ist gelaufen. Also ne, man muss eigentlich gar nichts. Man muss sterben, man muss sonst nichts. Also wir haben uns dann wieder zusammengerauft irgendwie, weil wir hatten noch Kontakt so, aber wir haben uns nicht gesehen, wir haben uns 2 Jahre nicht gesehen, müsst ihr euch mal vorstellen, aber wir hatten immer Kontakt, verrückt, ne, und man hat aneinander gedacht, mal wütend, mal zärtlich, mal aufgebracht, mal verständnisvoll, mal sehnsuchtsvoll, eben, naja, so Dinge eben, und ich war richtig sauer, und ich habe gedacht, nee, also der, und dann habe ich mich gefragt, was war jetzt eigentlich, was habe ich denn falsch gemacht, das ist ja auch oft so, dass wir Frauen gerne dazu neigen, immer dem anderen die Schuld zu geben. Also, weiß ich jetzt nicht, ist das falsch? Aber oft ist es so, weil wir auch eine gewisse Überzeugung von uns haben, was ja auch wichtig und richtig ist. Aber ich hatte zum Beispiel gedacht, dass ich diesen Mann so ein bisschen ummodeln kann, weil Frauen haben diese Angewohnheit, Dinge irgendwie immer verändern zu wollen. Ob das jetzt der Typ, sein Kleidungsstil ist, seine Wohnungsanrichtung, sein ganzer Habitus, keine Ahnung. Ich glaube, das machen wir gar nicht
bewusst oder mit Absicht, wir wollen ihn irgendwie so formen, weil wir ja denken, das ist gut für den. Ne? Wir beschäftigen uns mit dem, und der kann doch froh sein, dass wir uns überhaupt mit dem beschäftigen und was wir ihm alles sagen, das ist doch nur zu seinem Vorteil. Aber da gibt es eben auch verschiedene Sorten von Männern, die einen, die das annehmen dankbar, die sagen, okay, mache ich, dann welche, die das annehmen, um zu gefallen, weil sie keinen Stress haben wollen. Und dann gibt es so harte Brocken, den hatte ich, so ein richtiges Nordlicht, der sagt, nee, halt stopp, Baby, bis hierhin und nicht weiter. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe mir den die Zähne ausgebissen. Und dann habe ich so, gut, dann eben nicht. So ganz zicker, obwohl ich überhaupt keine Zicke bin, aber so, okay, dann nicht. Und ich glaube, vielleicht war das auch ganz gut, dass diese 2 Jahre, wo man gesagt hat, m-m. Also er hatte jetzt im Nachhinein, weil er hatte immer die Hoffnung gehabt, dass das doch wieder was wird zwischen uns. Und wer sagt, du, nach dir will ich keine andere mehr. Und er ist genauso alt wie ich. Und das ist ein cooler Typ, das ist nicht irgend so ein Grottenolm. Ne? Der hat zwar auch seine Macken und Meisen, ich habe die aber auch, die hat jeder seine Macken und Meisen. Und das habe ich dem nicht geglaubt, aber das ist so. Und das fand ich toll. Da dachte ich mir, wow. Ja, also der hat, er ist natürlich nicht so, also so emotional und so euphorisch wie ich das bin. Er hat so ein bisschen, ich glaube, das ist generell so ein Männerding, so Probleme, sich so zu äußern, über die Gefühle zu sprechen. Also nicht zu sagen, ich liebe dich. Ich meine, gut, das kann man sagen, ja, obwohl da haben auch manche Männer Probleme mit, sondern so sein, so dieses, das Innerste nach außen zu stülpen. Ne? Der hat immer gedacht, naja, die wird das schon wissen. Die muss das doch wissen, dass ich sie liebe. Die muss das doch wissen, dass mir das leid tut. Nee, wusste ich nicht. Ne? Weil ich bin ein Mensch, der redet darüber, wenn ein Problem da ist und sagt nicht, und igel mich ein. Also ich muss reden, und Gott hat uns ja die Sprache gegeben, damit wir reden und nicht uns anschweigen oder denken, ne, das kann der sich doch denken, dass das so ist, dass ich das nicht böse meine oder so oder so oder so. Oft ist es ja der Fall, dass Beziehungen einfach nicht funktionieren, weil man zu hohe Erwartungen hat und weil man nicht miteinander redet. Und viele reden aber auch und reden aneinander vorbei. Was auch wichtig ist, ihr Lieben, ist zuhören. Wir müssen zuhören. Ich erwische mich auch immer dabei, dass man in einem Gespräch ist und dann hat man selber so viel auf der Zunge und will das dann einbringen und dann hört man dem anderen gar nicht zu oder man hört gar nicht den Klang hinter den Worten. Oft liegt es ja auch an dem Klang, wie etwas betont wird, wie etwas gemeint sein kann. So, also zuhören. Und was noch ganz wichtig ist, glaube ich, dass eine Beziehung so an Frische behält, an Dynamik, besseres Wort, dass man sich gegenseitig bewundert. Und das nicht nur im Stillen, sondern dass man diese Bewunderung auch dem Gegenüber zeigt. Es gibt so eine verschiedene Art und Weise, wie man die zeigen kann. Weil ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass man sich in einer Partnerschaft bewundert, dass man sich unterstützt, dass man sich hilft, dass man sich auch mal zurücknimmt. Das muss so ein gegenseitiges, die Waage muss immer so stimmen, so geben und nehmen. Und nicht das andere nur nimmt und der andere nur gibt und der eine immer nur Opfer bringt und der andere das ganz toll findet und dann steht dann die opferbringende Frau irgendwann da und sagt so, und jetzt? Also dieses Gleichgewicht. Ich meine, ich rede jetzt hier so daher, aber es wäre schöner, wenn wir alle in so einer riesen Runde sitzen könnten und am Lagerfeuer von mir aus und könnten diskutieren. Und ich glaube, das wäre total spannend und das wäre inspirierend, aber können wir nicht. Also ich kann mich jetzt nur vor dieses Kameraloch setzen und auf euch einreden und vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Aber ich denke mir, dass das ein schöner Aufhänger für diesen Kanal ist, dass wir einfach so ein bisschen miteinander quatschen. Also ich quatsche und ihr kommentiert und ich kommentiere zurück. Und was ich ja, wie gesagt, so toll finde, dass sich auch Frauen untereinander auf meinem Kanal gefunden haben, die sich sympathisch finden, indem sie gegenseitig ihre Kommentare kommentieren. Und dann vielleicht sich sogar privat treffen oder whatever. Das finde ich toll. Ich glaube, dass das YouTube, es geht hier nicht nur um Kosmetik oder dass wir uns schöner machen können. Das auch, das ist ganz wichtig, na klar, für unser Wohlbefinden und diese äußere Schönheit. Aber es geht auch um die innere Schönheit und um das innere Wohlbefinden. Und nicht nur, was wir essen und zu uns nehmen, was auch alles wichtig ist, sondern es geht um die Seele und um das Herz. Und ich fände das, wie gesagt, und ihr habt ja auch mal das, also euer Okay gegeben, dass ihr das cool finden würdet, wenn wir so ein bisschen über Frauenthemen sprechen, über, na, was uns Frauen so umtreibt, unser Leben. So, ich will das Video nicht zu lang werden lassen. Ich habe jetzt erstmal so ein paar
Dinge in den Raum geworfen und bin jetzt mal gespannt, wie eure Reaktionen darauf sind. Und jetzt wisst ihr wieder ein bisschen mehr von mir. Also wie ist das jetzt weiter? Geht das weiter mit dem? Also ne, mit diesen Menschen. Also wir werden uns jetzt regelmäßiger sehen und jetzt nicht zusammenziehen. Das geht noch nicht, das geht beruflich noch nicht. Wir haben das verschoben, obwohl ich ja immer ständig mit rumdiskutiere, ey, sag ich, Baby, Leben ist jetzt. Ne? Aber manchmal geht es einfach nicht. Und es ist ja auch schön, wenn jemand ein bisschen pragmatischer ist. Wenn einer euphorisch ist, ist es ganz gut, wenn der Part, der andere Part pragmatischer ist. Sonst, wenn da zwei euphorische Menschen sich ein Leben teilen, wird das meistens, endet das oft im Chaos. Also es ist schon gut, wenn sie so zwei Gegensätze finden. Also wir haben das erstmal so jetzt offen gelassen. Wir telefonieren regelmäßig, wir sehen uns auch und wir unternehmen auch Reisen und Urlaube. Und ich glaube, mit der großen Liebe, das ist ja so eine Sache, ne? Mit der großen Liebe. Manche haben mehrere große Lieben. Liebe verändert sich ja auch im Alter. Die wird irgendwie erwachsener, die wird anders. Also was früher wichtig war, die Sexualität. Das ist ja im Alter, geht das ja. Nicht, dass die Sexualität zurückgeht, dass die nicht. Dass, ich will nicht sagen, dass die unwichtig ist. Aber das steht nicht mehr so im Vordergrund. Ich glaube, im Vordergrund steht ganz, also steht ganz vorne, jemanden zu haben, den man gerne um sich hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man jemanden hat, den man gerne um sich hat, den man erträgt, wie der schläft, wie der ist, wie der sich benimmt, wie der redet. Das ist ganz wichtig, dass man das erträgt, dass man Pläne machen kann, dass man auch gemeinsame Interessen hat. Und wenn man so jemanden gefunden hat, ist das wirklich ein Geschenk. Und also wir haben es auf jeden Fall vorgenommen, dass wir haben uns das vorgenommen, das ist jetzt ein Plan. Wenn dann beruflich wir ein bisschen kürzer treten, also besonders er, weil ich bin ja unabhängiger, dass man dann, also nicht, dass ich zu ihm ziehe oder er zu mir ziehe, sondern dass man gemeinsam etwas Neues sucht. Das, glaube ich, ist auch ein guter Schritt, wenn man gemeinsam von vorne anfängt, also sich was Neues sucht, was beiden gefällt, nicht, dass der eine in die Wohnung vom anderen zieht. Kann man machen, na klar, also mein Ding wäre es nicht, ich finde, wenn man die Möglichkeiten hat, sorry, wenn man die Möglichkeiten finanziell, wie auch immer, räumlich hat, dass man sagt, okay, wir suchen uns was Neues zusammen für unseren Lebensabschnitt, den wir haben, den letzten vielleicht, die letzten tollen Jahre. Man verfügt ja nicht mehr über unendlich viel Zeit, auch wenn wir uns das gerne vormachen. Es ist aber nicht so. Und ich finde, eine gewisse Ehrlichkeit sich selbst und der Zeit und dem Leben gegenüber hilft einem mehr, als wenn man sich ständig was vormacht. Ist meine Meinung. Vielleicht liege ich da auch falsch. Also jeder hat ja so seine eigene Lebensphilosophie. Und ich möchte auf jeden Fall nicht im Alter alleine leben. Und man kann sich auch nicht auf die Kinder verlassen, das macht hier, ne? Ich fände das toll, so eine Alten-WG. Mit entweder zu zweit oder zu mehreren, weil das, glaube ich, sehr inspirierend sein kann. Das wird bestimmt auch ein bisschen schräg und kann ein bisschen kauzig werden. Aber ich stelle mir das auch sehr, ich stelle mir das irgendwie, das ist nochmal so eine Herausforderung. Und darauf freue ich mich. Auch ich weiß jetzt nicht, wie ihr das seht oder ob ihr euch darüber Gedanken gemacht habt, wie geht denn das mal weiter? Man bleibt ja irgendwie, bleibt ja immer einer zurück. Das ist ja leider so. Und Leben ist nun mal nicht unendlich. Wir leben nicht ewig. Das ist die Sache. Wir haben das ewige Leben nicht gepachtet. Die Zeit auf unsere Zeit auf dieser Erde ist begrenzt. Und das ist eben schön, wenn man die so nutzt, dass es einem gut dabei geht. Das ist nicht immer möglich. Man hat eben auch Ups und Downs im Leben und wurschtelt sich da immer wieder hoch. Und gibt nicht auf und kämpft und geht weiter, ist ja auch alles ganz gut. Man soll sich aber auch mal fallen lassen. Man kann nicht immer nur kämpfen und funktionieren, weil das schlaucht auch. Und das macht einen fertig. Und dann liegst du irgendwo da mit einem Burnout und bist völlig im Arsch und kümmert sich auch, bist auch alleine mit dir. Das ist nämlich das Problem. Also, meine Lieben, das war jetzt mal ein buntes Potpourri übers Leben, über Frausein, über die Liebe. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir kostenlos ein Abo da lasst. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir einfach einen Daumen nach oben. Wenn ihr es doof fandet, dann gebt mir einen Daumen nach unten. Ist auch okay. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute. Und denkt daran, bitte seid besonders gut zu euch. Bis bald. Ciao.